Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir hier das ein oder andere Elektrorätsel gemacht. Also wir haben Leitungen verlegt und heute werden wir uns das Planetenrätsel gönnen. Sind wahrscheinlich nicht anstrengend. Zuallererst, dieser Block will auf diesen Schalter. Das zuallererst. So, dann ist da nämlich frei. Ich habe offscreen jetzt schon die Wegmänner hier verprügelt. Also die Nebenquest habe ich auch schon abgeschlossen. Ich denke mal, da muss ich einfach nur rumdrehen. Ich wusste, dass ich euch hier treffen würde. Kommt, ich bringe euch auf den neuesten Stand. Wie ihr zweifellos wisst, müssten die mittellosen Bewohner hier in Sachen Technik das Beste aus dem wenigen rausholen, was sie haben. Außerdem hüten sie die Geheimnisse von Erfindungen wie dieser hier sehr akribisch. Was ist das? Wie funktioniert das? Rätsel über Rätsel. Die Schutzhelme arbeiten Hand in Hand. Darum sich zu treffen, brauchen sie Herrn Schutzbrilles Beistand. Doch auch kommt allein nicht weit. Und bittet Herrn Schutzherr mit Maske um Arbeit. Aber falls Herr Wehr braucht schon eine Ausrüstung nicht, hilft in der Not. War die Arbeit umsonst und der Stromkreis ist tot? Ich vermute, diese Drehknöpfe hier sind der Schlüssel zum Rätsel, aber wie nur? Er weiß mit den Amateuringenieuren von Kargmaltal die Ehre, ihr Rätsel zu lösen und ihre Schöpfung neues Leben einzuhauchen. Okay. Er braucht die Hilfe von dem da oben. Ich denke mal, es muss einfach nur da drüben ankommen, oder nicht? Oder ich muss alles wirklich verbinden, irgendwie. Ah, schon geschafft. Nee, es mussten einfach nur oben und unten einmal binden, ist noch drüben. Okay, das war bisher das deutlich einfachste Rätsel von dem. Also, im Vergleich zu allen anderen, das war ja richtig Pillepalle. Das war doch mal was, oder? Eine gute Produktionsstraße ist wie ein Stromkreis. Eine wirklich clevere Metapher. Dieser Ort birgt so viele Überraschungen. Er verbindet selbst erworbenes technisches Geschick mit dem Spaß am Leben. Lebt wohl, Freunde. Wir sehen uns, wenn ein weiteres Rätsel uns erneut zusammenbringt. Lebt wohl. So, ich will da hinten dran. Wir haben jetzt den Weg da runter. Ich gehe jetzt einmal da hoch und drehe den Kran so, dass da frei ist. Weil wir brauchen den Weg eh dort. Wenn ich das richtig sehe. Aber jetzt zuerst gönnen wir uns die Schlacht hier rechts. Zeit für den Kampf. Bin zurzeit unkontrolliert. Den Gegner muss ich platt machen. Okay. Ich will erstmal gucken, mit was ich hier überhaupt arbeite. Okay. Also wir müssen so oder so erstmal da hinten hin, wenn ich das richtig sehe. Okay, die erste Runde konnte ich nicht viel machen. Ich habe nicht gesehen, dass da unten auch einer stand. Jetzt hätte ich den auch angegriffen. Na gut, ich kann den ja jetzt vernichten. Tschüss. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm.
So, Eisregen! Der bewegt sich nicht mehr. Ich brauche ein paar Portale, bitte. Ja, da ist ganz in Ordnung. So, die schaue ich mir mal aus der Deckung raus. Tschüss. Ja, genau, das sind alles Loser. Da hast du recht, Rabbit Roselina. Ich hätte gerne die Kiste abgeschossen, aber ich kann die, egal wie ich stehe, nicht treffen. Zumindest nicht mit Luigi. Ja, und Rebella kommt auch nicht dran. Etwas schade. Stimmt, er hat Flächenschaden. Ich vergesse das die ganze Zeit. Ich treffe dich trotzdem. Entwaffnet. Noch ein Kamek. Na los. Bitte geh auch nach rechts. Bitte geht alle nach rechts. So, mach hier einmal die Schockwellen. Zumindest einen runtergeschleudert. So, ich grätsche dich einfach zu Tode. So, ich hoffe, das geht jetzt halb so gut aus, wie ich mir vorstelle. Mindestens halb so gut. Stehen richtig viele Gegner und ich lasse es Feuer regnen. Ein Problem, Rebella kann gerade nicht angreifen. Wenn ich außerhalb der Deckung bin, besser, die stehen nicht beisammen. Wenn die da hinten steht, ist perfekt. Dann greift die mich weniger an. Gut. Schon wieder entwaffnet. Ja, ist ja gut, ist schon entwaffnet. So, jetzt gebe ich euch allen die arktische Apokalypse. Das wird euch schön schmecken. Das Gute ist, ich kann die sogar noch alle lethargisch machen, dass die nicht angreifen. Und er kann nicht treffen, selbst wenn er wollte. Da scheinen die nächsten, okay.
Zack. Guter Schaden. Viel zu leicht. Und tschüss. Sonst noch wer? Bei dir mal, hier haben wir die Deckung mit kaputt. Passt schon. Und ich habe mein Team noch ein bisschen geheilt. Okay, ein Kamek. Und ein Schleimtyp. Ach, aus dem zweiten kommt von jedem von denen einmal einer. Und darunter gehen wir nicht unbedingt, weil da direkt neue spawnen. Okay. So, ich bin jetzt mal nur näher gegangen und habe die Sicht aktiviert. Ja, genau den wollte ich ausgeschaltet haben. Der hat gerade 10 Jahre zum Angreifen gebraucht. Sind die verbuggt? Na los. Was das? Sind die verbuggt, dass sie sich da nicht bewegen können? Weil keiner von denen bewegt sich dort weg. Ich werde da gleich so reinjeten, ne? Ich werde da richtig hart reinjeten. Wenn die ja schon alle auf einem Fleck stehen. Ich weiß, das ist irgendwo Bug-Abuse, aber wenn die sich da nicht wegbewegen, was soll ich machen? Die versammeln sich alle auf einem Platz. Ich werde da so hart reintreten jetzt. Gewonnen. Ey, was war das denn für ein komischer Bug? Ich hätte mit Rebella so hart da reintreten können. Schade, dass sie dabei draufgegangen war. Ja, aber einfach war die Schlacht trotzdem. Gerade durch diesen Bug war es so einfach. Hochheilen kann ich leider nicht. Ich guck mal gerade. Okay. Irgendeine Höhe fischt da später hin und da will ich dann den Block haben. Aber erstmal hier rüber. Dieses Vorhaben wurde durch die Ankunft der übelsten Tunichtgute der bekannten Galaxie durchkreuzt. Miseras Armee. Mutti wusste, dass die anderen, belebteren Planeten sicherlich auch in Gefahr waren. Sie musste etwas unternehmen. Aber wie? Das interessiert mich jetzt auch. Ich werde Rebelle einfach am Anfang der nächsten Schlacht heilen. Okay, Kamek-Chaos. Überlebe 6 Runden. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Überleben hasse? So, ich nehme einfach Regeneration.
Ich habe mal die Feuerapokalypse Luigi rübergegeben. So, zack. Ich krieg direkt noch eine mit. Ich glaube, die kann ich einfach weg treten. So, dich treten wir. Und dann mache ich dich so noch fertig. So, und den machen wir fertig. Genau. 50% Chance. Er ist tot. Kamek ist auch weg. Ja, Leute, ich habe wieder auf leicht gestellt, weil ich auf Überleben schlicht und ergreifend keine Lust habe. Es ist einfach nur anstrengend, der Modus. So, ich gehe mal hier runter, trete dich und gebe euch beiden mal den Flammenangriff hier mit. Also, dass ich gerade so aus dem Sprengradius von der Kiste da bin. Ich finde es fies, dass Kamek einfach immun gegen alle Arten von negativen Effekten ist. Zumindest bei den elementaren Dingern. Ich glaube, jetzt gerade ist keiner mehr auf der Map. Ich habe gerade echt alles tot. So, hier wollen jetzt welche neu spawnen. So, ich habe mich einfach mal auf die andere Seite gestellt. Und die Sicht aktiviert. Der erste schon RIP. Du könntest wegbleiben. Dich mag keiner. Keine Ahnung, was die Aktion jetzt soll. So, zack. So, den habe ich aber tot gegrätscht. Und den schieße ich so weg. So, dann zieh doch deine fiese Nummer ab hier wieder. Zum Glück kommen die nicht zu mir hoch. Habe ich diesmal ein bisschen taktischer platziert. Ja, Kamek wird treffen. So, dann greifen wir jetzt mal Kamek an. Den anderen habe ich tot gegrätscht. So, da kommen die nächsten raus. Kommt immer einer von diesen Knälchen, ein Schleim her und ein Kamek raus. Wenn ich es richtig sehe. Du hast so einen dummen Radius, ey. Ich habe den Plan. Hat
So, Windstoß. Hatte die Hoffnung, dass mindestens einer runterfliegt. Dann vernichte ich mal Kamek. So, Leute, finito sind die Runde. Gewonnen. Ich hasse Überleben. Überleben ist fast so schlimm wie Eskorde. Goblin Ward. Was kannst du? Wir haben einen neuen Spark. Rabbit Kong erzeugt eine Welle in alle Richtungen. Die 6. Oh. Ich hole damit Donkey Kong? Nee, Rabbit Kong. Okay, dich boosten wir mal. Mehr Schaden. Mehr Leben. Mehr Schaden. Guck mal, ich brauche nicht mal mehr diesen Sternentank. Da könnte ich ja demnächst einmal ausprobieren. Rabbit Kong klingt halt schon strong. Das war halt der erste Boss im ersten Mario & Rabbids. Diese Baustelle ist seit 12 Minuten unfall- und verletzungsfrei. Ein absoluter Rekord für Rabbids. Die Rabbids. Die werden immer Unfälle bauen. Da unten sehe ich wieder so ein Elektrorätsel. Als Miseras Armee die Galaxie auseinandernahm, waren es doch tatsächlich die Rabbids, die Mutti mit einem mega krassen Plan überraschten. Okay. Sie waren zu ihren Ursprüngen zurückgekehrt. Doch diesmal hatten sie so etwas wie Verantwortungsbewusstsein mit im Gepäck, als sie in die Galaxie aufbrachen, um anderen zu helfen. Okay. Was genau war deren Einfall? Würde mich jetzt gerade interessieren. Cooler Roboter. Okay. Situation analysieren. Was ist denn das für ein Kack? Also ich brauche ja nur drei Teile hier. Für dich brauche ich auf jeden Fall den. Boah, die sehen alle so aus, als ob ich das T-Teil brauche. So, erstmal so gedreht, dass in allen Richtungen Strom ist. Wir sorgen erstmal dafür, dass das damit Strom versorgt wird. Dann haben wir hier schon mal eine Brücke. Das brauche ich bestimmt gerade da drüben. Ah ne, hier kriege ich meinen Block her. Und da oben Knöpfchen zu drücken. Wohin führt die Röhre? Ach, hier hin. Okay, dann muss ich da das ja nicht mehr verbinden. Dann reicht es ja, wenn das zur Seite dann nachgeht. Weil der Weg ja so gesehen frei ist. Obwohl, nee, ist er nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Da ist doch keine Leiter, oder? Nee. Ich glaube, ich muss den runterwerfen. Und dann später wieder hochschieben. Ach nee, hier ist eine Leiter. Nevermind.
So, jetzt wechseln wir den mit den hier aus. Und drehen ihn natürlich einmal kurz zurecht. Ich wollte gerade sagen, ich will gucken, was passiert, wenn ich den da versorge. Da muss auch mal noch eine weitere Stromquelle erstmal her. Okay. Ich denke mal, jetzt will der Block hier oben auf den Schalter. Der will darüber, der da oben liegt. Hier muss das gerade Ding safen. Weil da gibt es nur eine Richtung. So, jetzt hat das Strom. Müssen wir dafür sorgen, dass der Strom da rübergeleitet wird, dass ich das Ding einsammeln kann. Heißt so viel wie, den drehen wir einmal komplett in die andere Richtung. So, jetzt geht da die Fahrbahn hoch. Sammeln das einmal kurz ein. Und dann drehen wir das offenbar in die andere Richtung. Ich finde, die Rätsel sind echt einfach. So, das kommt da drauf. Nach oben mit dir. Drehen das hier provisorisch schon mal in die andere Richtung. Oh nee, kann ja auch nicht richtig sein. Ah, ich brauche den Schalter offenbar doch nochmal. Nicht das muss da hoch, sondern der Block muss da hoch. Stimmt, die rechte Seite brauche ich ja jetzt so gesehen nicht mehr. So, jetzt kommt das darüber. Dann ist hier offen. Und da muss das gerade Teil dann auch nochmal rein. Ja, und dann haben wir es, glaube ich. Muss jetzt halt nur den hier noch nach drüben bekommen. Und dafür muss ich den Block wieder nach da oben schaffen. So, der Block ist jetzt wieder da, wo er hingehört. Jetzt nehmen wir das Rohr, bringen es darüber und dann haben wir es geschafft. Oder auch nicht, weil ich bei dem anderen Teil das anders drehen muss. Ich glaube, ich muss den T-Block da nutzen. An der Stelle. Dass in beide Richtungen da Strom geleitet wird. Da brauche ich den Strom ja eh nur noch links. Yep. Damit ist der Weg frei. Geschafft. Okay, hier ist irgendwas. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich habe das Rätsel noch gelöst. Habe vielleicht ein bisschen was rausgeschnitten. An der Stelle. Ja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.